Willkommen zu einem weiteren Video der Gambio Videoreihe. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video widmen wir uns wieder den Grundeinstellungen und zwar einem sehr wichtigen Thema und zwar der Rechtstexte. Wir schauen uns unter anderem an, wie wir die Widerrufsbelehrung einpflegen, sowie aber auch die Datenschutzerklärung, das Impressum und die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wo du diese Rechtstexte herbekommst und wie du diese einpflegst und hinzufügst in dein OSHOP-System, das erfährst du in diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, Freunde, wie angesprochen, möchten wir uns heute einem sehr wichtigen Thema widmen, und zwar den Rechtstexten. Die sind super wichtig, bevor du einen Shop überhaupt online nimmst, sollten deine Rechtstexte korrekt sein, denn das ist die erste Anlaufstelle für Abmahnungen und die wollen wir natürlich vermeiden. Falls du zufällig neu bist auf diesem Kanal und gerade auf der Suche bist nach einem Shopsystem, dann möchte ich dir hier Gambio Shops empfehlen, denn hier baue ich eine Videoreihe, wo ich Schritt für Schritt zeige, wie du deinen eigenen Online-Shop erstellen kannst. Alle Informationen findest du unten in der Beschreibung. Dieses Shopsystem kannst du 14 Tage unverbindlich und kostenlos testen. Ich habe bereits einige Videos zur Grundeinstellung gemacht. Falls du diese verpasst hast, kannst du die gerne auch unten in der Beschreibung finden oder ich packe sie dir oben in die Infobox. So, jetzt zu den Rechtstexten. Wie stellen wir diese ein bzw. wo bekommen wir die in erster Linie erstmal her? So, und da ist es natürlich abhängig von dem Tarif, den du hier wählst. Ich habe das in einem Video bereits erklärt, welche Tarife es gibt und welche Vor- und Nachteile man hat. Das findest du auch unten in der Beschreibung oder oben in der Infobox. Und wir haben halt das Paket mit den Cloud-Tarifen oder wir haben halt die eigene Hosting-Version. Was ist der Unterschied? Kurz erklärt, beim Cloud sind die Rechtstexte mit inklusive, also du kannst sie dir kostenlos herunterladen und konfigurieren lassen. Bei dem eigenen Hosting sind diese nicht dabei, diese müsstest du selbst besorgen. Dazu empfehle ich immer gerne Händlerbund, da bekomme ich auch meine eigenen Rechtstexte her. Ich nutze die eigene Hosting-Version, deshalb habe ich diese Rechtstexte vom Händlerbund und bin da super mit zufrieden. Zum Händlerbund sowie auch Rabattcodes findest du auch unten in der Beschreibung. Wenn du dich jetzt für eins dieser Tarife entschieden hast und möchtest die Cloud-Version nutzen, dann bekommst du die Rechtstexte ganz einfach, indem du dich bei der Gambio Cloud anmeldest und mit deinen Zugangsdaten und dann bekommst du hier oben Gutscheine zu den jeweiligen Partnerportalen oder Seiten. Und hier ist es im Normalfall die IT-Rechtskanzlei. Hier bekommst du dann deine Gambio-Rechtstexte und zwar sind das die AGBs, Widerrufsbelehrung, Datenschutzerklärung, aber auch das Impressum. Du bestellst das ganz einfach und dann gibst du hier deinen Gutscheincode ein und dann sollte es im Normalfall für dich kostenfrei sein. Und dann generierst du das Ganze ganz einfach und pflegst diese ein. Wie diese jetzt eingepflegt werden, das zeige ich dir jetzt. So, das Ganze ist ein bisschen teilweise versteckt. Deshalb schauen wir uns das gemeinsam einfach mal an. Und dazu gehst du einfach mal hier auf Inhalte und den Content Manager. So, die Rechtstexte einmal zum Zeigen. Das ist der Shop, der Mustershop, den ich hier habe. Und die Rechtstexte findest du hier unten meistens. Wir haben hier kurz mal zur Erklärung zu dem Footer verschiedene Spalten. Und wir haben hier mehr über. Bei mehr über ist standardmäßig halt die ganzen Rechtstexte bzw. Impressum, Widerrufsbelehrung, AGBs und Datenschutzerklärung drin. Bei den anderen Spalten kannst du das individuell gestalten, das machen wir in einem separaten Video. So, und hier ist es halt für uns wichtig, dass wir die hier einpflegen und wenn wir dann hier auf Inhalte und Content Manager drücken, dann haben wir direkt hier diesen Reiter mehr über. Und genau hier stellen wir dementsprechend das Ganze dann auch ein. Wir haben hier die Möglichkeit, die Widerrufsbelehrung, die Versand- und Zahlungsbedingungen einzustellen, sowohl aber auch den Kontakt, den wir gesehen haben im Online-Shop, das Impressum, AGBs und Privatsphäre und Datenschutz. Das ist die Datenschutzerklärung. So, das Ganze können wir uns mit dem Auge, wenn wir es aufs Auge drücken, uns auch anzeigen lassen, was gerade eingestellt ist und wie das gerade ausgegeben wird. Oder wir können das Ganze mit diesem Stift auch bearbeiten. Beim Widerrufsrecht ist es ein bisschen
ja, versteckt, kann man sagen. Deswegen zeige ich dir das einfach mal. Wenn wir hier auf den Stift drücken und das Ganze verändern möchten, dann sehen wir hier, dass wir hier solche Platzhalter haben. Diese Platzhalter sind dafür da, das sind Verlinkungen. Wenn du auf Widerrufsrecht klickst, dann hüpft er dahin. Ich kann das mal direkt im Shop zeigen. Und zwar, wenn wir hier aufs Widerrufsrecht klicken, dann hüpft er hier zu dem Widerrufsrecht. Und wenn wir auf das Widerrufsformular klicken, dann hüpft er zum Widerrufsformular, was wir auch als Download, als PDF herunterladen können. Um dieses Widerrufsrecht hier einzustellen, können wir das nicht einfach hierhin kopieren, sondern wir müssen einmal zurück zum Content Manager und gehen hier oben auf Elemente. Und bei den Elementen, wenn wir ein Stück weiter runter gehen, haben wir hier diesen Reiter Widerruf und Widerrufsrecht 1. Und das ist genau das, was wir verändern müssen mit Widerrufsrecht 1. So, wir sehen gerade hier, das ist genau der Text, der hier auch angezeigt wird, hier dementsprechend. Und den müssen wir hier neu einfügen. Die Rechtstexte nehme ich einfach mal aus dem Beispielshop, den wir hier von Gambio als Testshop zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und dann klicke ich hier einfach mal drauf. Und das ist im Normalfall die Widerrufserklärung. Die könnt ihr natürlich für euch nicht einfach kopieren. Ihr müsst die für euch generieren lassen. Ob ihr das durch die IT-Rechtskanzlei macht oder über den Händlerbund, das ist euch überlassen, wie gesagt. Dennoch müsst ihr das Ganze hier machen. Hier seht ihr auch, die Quelle ist Rechtskanzlei, IT-Rechtskanzlei. Ich kopiere das einfach mal und füge das hier einfach mal ein, so dass wir das gleich einmal richtig gesehen haben, wie das dann aussieht. So, den ganzen anderen Text löscht ihr dann einfach und kopiert das Ganze hier ein, den generierten Text von euch von der IT-Rechtskanzlei. Dann könnt ihr hier die Überschrift verändern. Das Widerrufsrecht 1 muss nicht stehen, die 1 kann weg. Und dann speichern wir das Ganze ab. So, nach jedem Abspeichern bzw. nach jedem Einstellvorgang würde ich euch empfehlen, über die Toolbox das Cache zu löschen. Und zwar den Cache müsst ihr löschen, um die Seitenausgabe einfach ak zu aktualisieren, um alte Dinge, die ihr noch zuvor hattet, einfach zu aktualisieren. Und das macht ihr einfach mal komplett durch. Und dann habt ihr hier komplett alles ausgeführt und dann ist euer Shop im Normalfall dann aktualisiert und für den Kunden sichtbar. So, dann haben wir das hier eben eingestellt und wir gucken mal direkt Widerrufsrecht, Widerrufsformular und wir sehen hier, tada, wir haben es drin. Genau das haben wir jetzt hinzugefügt und dementsprechend, wenn wir jetzt aufs Widerrufsrecht klicken, springt der, hüpft der hier auf das Widerrufsrecht. Wenn wir auf das Musterwiderrufsformular klicken, hüpft er hier drauf. So, das ist so die schwierigste Sache gewesen. Die anderen sind recht simpel. Und zwar geht ihr dann, wie gesagt, wieder auf Content Manager. Seiten ist schon standardmäßig ausgewählt. Und dann habt ihr hier noch mehr über. Das Impressum fügt ihr ganz einfach ein. Das ist im Normalfall, ja, eure Daten. Die könnt ihr auch, wie gesagt, hier über die IT-Rechtskanzlei konfigurieren. Und die kopieren wir auch einfach mal zuvor für Zwecken hier aus diesem Shop. Wir haben hier natürlich die Gambio-Daten. Die nehmen wir jetzt einfach mal beispielsweise rein. Das, wie gesagt, nicht kopieren, sondern das müsst ihr für euch generieren und eure Daten natürlich hier hinterlegen. So, dann speichern wir das Ganze. Des Weiteren haben wir dann hier noch die Privatsphäre- und Datenschutzerklärung. Die kopieren wir auch und fügen die hier ein. Das, wie gesagt, komplett immer löschen und hinzufügen. Speichern. Das alles andere hier müsst ihr nicht unbedingt beachten. Das ist nicht so wichtig. Deshalb wichtig sind nur die Rechtstexte. Da sind gewisse SEO-Einstellungen, die noch zu treffen sind. Das machen wir in einem separaten Video. Das muss jetzt nicht sofort zwingendermaßen gemacht werden. So, und dann haben wir noch einen Punkt: Versand und Zahlungsbedingungen. Das sehen wir hier im Testshop. Dann sieht das Ganze nämlich so aus, dass wir hier die Lieferländer angeben, die Versandkosten, zusätzliche maximale Lieferzeit und die Zahlungsweisen, die für dieses jeweilige Land ja, zur Verfügung stehen und die wir zur Verfügung stellen.
So, und wie stellen wir das Ganze hier ein? Denn wenn wir hier das Ganze uns einmal anschauen, haben wir derzeit noch nichts drin. Warum müssen wir das überhaupt angeben? Und zwar kann ich das einmal zeigen, wenn ihr dann beispielsweise einen Artikel verkauft und der Kunde hier mal draufklickt, haben wir hier immer den Preis und zuzüglich der Umsatzsteuer und zuzüglich der Versand. Und Versand ist mit einem Link versehen, wo wir dann dementsprechend hier so eine Matrix erstellen können, um dem Kunden zu zeigen, das sind die Versandkosten. So, und das Ganze erstellen wir, wie gesagt, so, dass wir hier auch auf den Bearbeiten-Stift klicken und dann das Ganze hier so bleibt, standardmäßig. Hier müssen wir nichts verändern. Und dann haben wir hier dieses Button hier mit Matrix erzeugen. Hier haben wir zuvor schon in den Grundeinstellungen, in den vorherigen Videos, Länder ausgewählt, in die wir gerne versenden und überhaupt versenden wollen. So, und die wählen wir dann dementsprechend aus. Ich mache das mal für Österreich und Deutschland. Dann klicken wir auf Weiter. Und dann haben wir hier, wie gesagt, diese Felder, die wir jetzt befüllen können. Genau das, was wir hier sehen. Und das kopiere ich auch einfach mal. Hier haben wir dann die Möglichkeit, die Versandkosten anzugeben. Wir benachrichtigen den Kunden, dass wir 4,99 € pauschale Versandkosten nehmen. Ab 50 € Warenwert sind Versandkosten frei. So, und das geben wir hier alles an. Genauso auch die zusätzliche maximale Lieferzeit ist dementsprechend wie angegeben. Warum wie angegeben? Das ist hier dementsprechend hier vermerkt, wann das Ganze versendet wird und wie lange der Versand dauert. Wir haben hier noch einen Link Ausland abweichend. Das kann wie gesagt auch abweichend sein. Und das führt uns genauso auch zu dieser Tabelle jetzt. Und wir sehen hier dementsprechend, wie viel Lieferzeit zusätzlich sind. Für Deutschland sind es standardmäßig so viel. Und zwar ist die Lieferzeit für Österreich natürlich etwas länger. Deshalb würde ich hier nicht auf diese 3 bis 4 Werktage tendieren, sondern schon auf 5 bis 7 Werktage. Das Ganze einstellen. So, und dann die Zahlungsweisen. Das ist euch überlassen, welche Zahlungsweisen ihr dementsprechend für den Kunden anbieten möchtet für das jeweilige Land. Fügt das Ganze hier auch ein und speichert das Ganze. So, und dann speichern wir das Ganze nochmal hier. Und nun, wenn wir aktualisieren und nicht vergessen, hier den Cache zu löschen, dann sollte im Normalfall jetzt die Versandkosten auch angezeigt werden. Da sehen wir es. So, für Österreich haben wir dann auch diese zusätzliche Lieferzeit und Deutschland halt wie angegeben. So, das war's dementsprechend. Und nun können wir noch mal kurz schauen hier. Und zwar Impressum haben wir hinzugefügt, die kopierten Daten von Gambio. Dann das Ganze hier, die Matrix haben wir erstellt. Widerrufsbelehrung, Widerrufsrecht haben wir hinzugefügt. Die AGBs, die haben wir noch nicht. Können wir auch eben kurz machen. Die, wie gesagt, auch nicht einfach kopieren, sondern generieren über die IT-Rechtskanzlei oder Händlerbund. Und dann fügt ihr die hier genauso ein. Das Ganze löschen und hier hinzufügen. So, auch das sollte nun übernommen worden sein. Ja, wir sehen es. Und Privatsphäre, Datenschutz. Erklärung haben wir hier auch drin. Die beiden anderen Punkte, Kontakt und Callback-Service, die könnt ihr natürlich auch da lassen. Das wäre die Kontaktaufnahme, falls ja, Käufer irgendwie euch eine Nachricht schreiben möchten. Oder Callback-Service wäre beispielsweise ein Kunde möchte einen Rückruf hier terminieren. Das kann er dann dementsprechend auch machen. Wenn ihr das Ganze nicht anbieten möchtet, dann könnt ihr das Ganze einfach hier ausschalten, indem ihr dann auf die Bearbeitung klickt und sichtbar entfernt, auf deaktivieren. Das Ganze speichert ihr und dann, wenn wir das Ganze jetzt aktualisieren, wird der Callback-Service nicht mehr angeboten. So viel zu den Rechtstexten. Wie gesagt, falls ihr Informationen haben möchtet, wo ihr die Rechtstexte herbekommt, dann findet ihr diese unten in der Beschreibung soweit. Falls ihr noch Fragen dazu habt,
freue ich mich natürlich über euren Kommentar. Ich werde so schnell wie möglich darauf eingehen. Ansonsten freue ich mich, wenn dir dieses Video gefallen hat. Gib mir dazu einen Daumen hoch. Das motiviert mich, viele weitere Videos zu machen und lässt uns als Community wachsen. Und ich freue mich natürlich, wenn du diesen Kanal auch abonnierst, um weitere Informationen zu bekommen und Schritt für Schritt weiterhin hier die Gambio-Reihe zu verfolgen. Dazu klick einfach aufs Abonnieren-Button und die Glocke. So verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute, ciao.